Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in der Höhle des ewigen Eises und ehrlich gesagt, ich musste mir jetzt schon eine Weste anziehen, habe mich in eine kuschelige Decke eingehüllt, weil es ist hier drin echt kalt. Jetzt wäre noch ein guter Tee nicht schlecht. Ich denke, den hole ich mir dann vor der nächsten Aufnahme. So, also das gilt auch für euch, ne? Wickelt euch schön ein, denn hier drin ist es wirklich frostig kalt. Denn auch Zitane, man merkt's, hier da, das Schnaufen, bei ihm geht's auch, also ihm ist auch sehr kalt. Wir gehen jetzt weiter die Höhle erforschen und gleich wieder kämpfen. Unser Trüppchen macht es ja schon sehr, sehr gut. Mit dem Kämpfen so? Ja. Da kannst du schon grummeln. Der hat bestimmt nur Halsweh. So, gleich spitzen und sofort wieder Blitzelein einsetzen. Weil das müssen wir noch trainieren. Das können wir noch nicht so gut. So. Zack, brak. Jawohl. Verfehlt. Super. Potion geklaut. Sehr toll. Und jetzt kommt Meister Vivi. Ha, ja! Oh, der hat's überlebt. Na, schau mal das einer an. So, nochmal von vorne. Kauschanka! Jawohl, das war zu viel. Aber das soll nicht gewesen sein. Der gute Steiner leider hat keine Magie mehr. Kann er leider Gottes keine verzauberte Waffe mehr einsetzen momentan. Aber macht nichts. Macht halt einen normalen Angriff. Yay, die Phönixfeder. Ja! So, der hat es wieder überstanden, ganz klar. Aber, na wohl doch. So, machen wir ihm, geben ihm jetzt den Rest. HP Austausch, du spinnst ja. Das kannst du nicht machen. Verfehlt, ich glaube, ich spinne. Hoffentlich killt das jetzt den guten Steiner nicht. Das wäre jetzt gar nicht gut. Das würde mich jetzt nicht freuen. Ja, Gott sei Dank ist ein schwarzes Viech. Puh. Gut gemacht, Leute. Sehr gut. Yeah, Geld und Leben hat sie dann erlernt. Supi, supi, supi. Wow, Potion, Äther und Kampfgut in Karte bekommen. Super. Echt fesch. Fein. Entschuldigung. Immer den falschen Knopf. Es tut mir leid. Items. Warte, wie ging das nochmal schnell, dass ich ihre Fähigkeiten einsetzen konnte zum Heilen? Ging das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wurscht. Nein, nicht so. Ich wollte es gerade nicht machen. Ich wollte ihm eine Portion geben. Wir haben eh so viele von dem Trumpf. Wieso spare ich denn? Also, runter damit. So, ja. Fisch. Zitane könnte auch ein bisschen was vertragen, so. Wow, da können wir echt viel Äther. Streng gesehen, können wir Vivi eins geben und ihm eins. Ich weiß, es ist eine totale Verschwendung, aber nachdem wir es so brav bekommen. Genau, diese Wände hier sind keine Spezialitäten, sage ich mal. Ihr werdet es gleich sehen. Hä? Was ist das nur? Irgendwas stimmt doch mit dieser Wand nicht. Mir scheint, als wäre dahinter was. Hey, Vivi? Hm? Ja? Was gibt es denn? Meinst du, du könntest mal ein bisschen deine Magie auf diese Wand hier loslassen? Ich? Ich komme ja schon. Immer ich. Oh, ja! Oh, boah! Hm, war mir doch so. Ich wusste doch, dass dahinter was ist. Ich spüre es im linken Hüftknochen, wenn es um Schätze geht. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr solcher Stellen. Vivi, ich verlasse mich dann wieder auf dich, in Ordnung? Mhm, okay. Ich mag diesen Schwarzmagier. Der ist, also Final Fantasy, es gibt sehr, sehr viele Teile, aber ganz ehrlich, von den Schwarzmagiern her hat Vivi mein Herz erobert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zustimmen, zusagen, also zugeben, zusagen, genau. So, die nächste Kiste und gleich ein Gegner. Genau.
Also ihr merkt schon, nicht nur der Windhauch beschafft uns Gegner, sondern auch hier sind der Zufall, welche da... Was seid ihr schon wieder? Pelzefratzke. Gut, dann gehen wir die mal verhauen. Bam. So, dann auch wieder das Endschwert. So, Blitzelein. Und jetzt mal die... Also schwarz-grüne Blitzelein. Ui, gar nicht schlecht. So viel zum Heilen. So, yeah. Tschüssi, das war's mit dir. Du bist Viech. Und jetzt kommt Milligramm. Ha? Ja! Jui! Und tschüss! Oha! Genau! Yeah! Wup! Dreimal Level up! Und Garnett hat Vita erlernt. Supi! Haufenweise Gil und sonst gibt's nichts. Macht nichts, aber das hat sich schon mal ausgezahlt. Was haben wir denn in dieser Kiste? Einmal Potion, jawohl. So, ich fürchte, dass wir einen Angriff haben. Ja. Macht aber nichts. Wie gesagt, wir brauchen die ganzen Level-Ups und so weiter. Ja, man weiß ja nie, was einem, also was wir noch begegnen werden, welchen Gegner wir da bekämpfen dürfen, wer uns auflauen wird. Der Ring sucht seinen Weg. So, wir tun auf jeden Fall heilen. Und zwar fangen wir mal mit Zitanelein an. Der gegen den Spitzen. Babylein setzt natürlich seinen Blitz wieder ein, genauso wie der verehrte Herr Steiner seine Blitzklinge da einsetzt. So, meine Burschen, auf geht's. Immer schön aufs Rosche hauen. Ja, so ist man. Und ich fürchte, dass der grüne Steiner mit dem Viech dort den Rest geben wird. Ja, so ist's auch. So viel zum Thema Heilen. Brav gemacht, super. Ja. Wow, Gift und Galle hat Steiner erlernt, das ist schön. Und haufenweise Gilgits. So, da gehe ich mal ein Stück auf die Seite, bevor wir nochmal pullen. Und ich gehe noch ein Stückchen hier hin. So, da bleiben wir stehen. Denn wir tun Ausrüstung anschauen. Und zwar Zitanelein. Schwert, genau. Dolchmäßig geht eh nichts besser. Lederhut, Armreif, nope. Zidane hat schon alles erlernt, was er lernen kann. Das ist super. Dann als nächstes haben wir unseren lieben Steiner. Da braucht er noch Bestientöter, da auch. Bronzefäustling, gibt es nichts Besseres. Und Bronzerüstung haben wir schon, gibt es auch nichts Besseres. Wie schaut es mit Vivi aus? Feuer ist erledigt, kein besserer Stock leider, Lederhut hilft auch nichts, das auch nichts. Yay, wann hat er Blitz erlernt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. Ah, warte, könnte da gar nicht was lernen? Also Vita hat sie schon. Okay, passt. Dann noch Garnettchen schauen. Wow, Antitod hat sie auch erlernt, dass wir gar nicht mitbekommen. Kriegt das nicht mit? Kriegt das nicht mit? Was geht mit mir ab? Ich krieg das nicht mit? Voll fies, ey. Na passt, besser geht's da mal nicht. Ach so, Abilities. Bei Garnett habe ich die... Entschuldigung. Habe ich die Abilities vergessen, jetzt nachzuschauen? Entschuldigung. Also, anlegen. Hat sie irgendwas? Nö. Nein. Dann sind wir hier quasi eh fertig derweil. Gut, dann gehen wir weiter. Bam, bam. Bam. Aha, da haben wir schon wieder einen Bösewicht. Na kommt's näher, ihr bösen Gegner. Wir machen euch platt. Einer nach dem anderen. Oder gemeinsam, wie auch immer. So. Ein Hinterhalt. Sehr schön. Ja, diese komischen Wackeldinger da, das sind die Kampfpuddings, das weiß ich. Ein Schlaf in diesem Spiel auf dem Garnett. Echt, ist jetzt unmöglich. So, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Nachdem wir jetzt eh schon alles können, kann ich, glaube ich, wie ging das schnell, dass ich auf mehrere Leute Schaden machen kann. Ich muss jetzt nur mit Vivi, glaube ich, ne?
Oder lerne ich das erst? Ich glaube, das lernt man erst. Nicht? Muss ich da nochmal nachschauen. Hui! Das war zu viel für den Kerl. Hui, ja. Boah, 518 Schaden. Ja, das hat sich ausgezahlt, ne? Ich nehme jetzt auch nur normalen Angriff und werde den Mana sparen. Potion geklaut. Zu B. Ich hatte Shanga. So, nochmal schön Feuer drauf. Ha! Ja! Schön gemacht. Juhu! Das habt ihr fein gemacht, meine Herrschaft. Super. Jadestein, Fisch und haufenweise Gil. Jo. Ja, ihr merkt schon, es werden immer mehr Gegner. Das ist auch gut so. Die sollen ja schön kommen. Warte, jetzt ging es da auch nochmal. Ah, ich weiß schon. Genau. Zuerst aufpassen. Zuerst kämpfen, genau. Das ist eh vorgegeben. Zuerst muss man die obere Truhe holen. Und dann kann man die untere erst nehmen. Ah, ich sehe schon, Steiner macht wahrscheinlich. Ah nein, ganz gut nicht schaffen. Ich hätte heilen sollen. Ich ist ganz schön angeschlagen. Die Spitzen und die Schwarzen. Super. Der Red muss auch mal geheilt werden. Puh, das war noch knapp. Potion geklaut. Super. Und ha. Ja! Gemacht wie. Das hat sie supi gemacht. Ein Ether. Super, super, super. Wow, 17.000 Gil haben wir auch schon. Und was haben wir da? Einmal Potion und ich glaube, wir müssen nochmal kämpfen. Ja, da komme ich ja jetzt drum weg. Außer ich wäre stehen geblieben. Ja, das stimmt schon. Also, wir gehen gleich mal Stibitzen. Wir nehmen die Essmagie. Die gute Garnett, sofern es noch geht, wird heilen. Und zwar gleich mal sich selbst. Der liebe Steiner greift an. Ja, geht sich super aus. Perfekt. Weiter geht's mit Schranzen. Yeah. Fälle. Jawohl. Boah, 204 Schaden. 240 Schaden. Super gemacht. Jawohl. Keine Items dafür haufenweise gilt. Schön. Genau, und hier kommt jetzt auch schon das Rufzeichen, dass hier wieder was zum Erledigen ist. Yeah. Boah. Das hast du fein gemacht, Vivi. Schau mal, was es da unten gibt. Was haben wir denn da Schönes? Silenquidea. Den Dolch, den Zidane schon hat. Genau, den bekommt man hier dann quasi spätestens, wenn man nicht Stibitzen tut vorher. Jawohl, die nächsten hässlichen Fratzen. Ihr Mastofan. Jetzt kriegt's wieder aufs Goschen. So. Jo, wir tun heilen. Auf jeden Fall unser Vivi rein. Und Stibitzen. Jetzt könnt ihr schon mal aufhören, den armen Vivi da ständig zu verletzen. Ha. Ja. So. Der letzte ist dran. Jawohl. Ja. Yeah. Und der gute Vivi darf wieder zum Handfuß kommen, ne? Wahrscheinlich.
voll gemein. Ja, die können schon singen, aber... Ja. Was? Das war's mit dem Fisch. Gut gemacht, Leute. Supi, supi. Ja. Fisch. Ui, Garnettchen bekommt gleich wieder Level U. Sehr gut. Und dann kriegt wieder Vivi seinen Spezialauftritt. Hey, was ist das nur? Ha? Ja. Boah. Was haben wir denn da Schönes? Look, look. Elixier. Holla, die Waldfee. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, hier habe ich nichts vergessen. Jetzt können wir hier weitergehen. Lam, bam, dararam. Und da drüben haben wir auch eine hübsche Truhe. Da haben wir auch eine. Servus. Phönixfeder. Super. Was haben wir da? Ja, da ist auch was, glaube ich, oder? Nein, nein, nein. Noch nicht. Erst darüber gehen. Und da gibt es wieder was zum Catchen. Los, die Viechereins. Und die gute Garnett darf schon wieder heilen. Ich würde mal sagen, sie darf sein. Puh. Ja, hier gebe ich gleich mal eine Liter über die. Der gute Steiner greift so an. Und die Dani spitzt schon wieder, was das Zeug hält. So, ja. Bam. Dann würde ich meinen, die gute Garnett darf nochmal heilen. Ich wäre der Meinung, dass ich der Steine vertragen könnte. So ist es auch. Yeah, und dann ist es Happy. Da wackelt glatt das Bobschi beim Gegner, wenn der Steine ihn verprügelt. So, da oben. Jetzt sagt der Kerl. Jetzt sagt der Schild ausgeraubt, das ist gespitzt, genau. Boah, da hätte kein Schwert zu Dani heilen. Maul bekommen. Das ist aber nicht nett. Das ist ja gar nicht nett. So, bitteschön. Ja. HP-Austausch. Achso, deshalb, weil er HP-Austausch gemacht hat, dann ist der wahrscheinlich. Ja, ja, ich kann mich wieder erinnern. Ich weiß schon wieder. Schwächer zu was. Aber wir haben uns so bemüht, ihn zu verhauen. Boah, da geht gar nicht in die Knie. Schimm. Aber jetzt. Da auch nicht. Puh. Jetzt. Oh, super. HP-Austausch auch noch. Ich hab sie da nicht geheilt. Was soll ich das denn jetzt schmecken? Frechheit sowas. Jetzt geh in dich ein, du bist Viech. Ich kann es gar nicht glauben. Hoffentlich stimmt jetzt die Dani nicht. Laut ist sogar noch das Phönixfeder. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt, hat nicht die Dani getroffen. Sonst greift die Dani auch mal an. Jawohl, endlich bist du hier. Viech. Großartig. Wieder mal rettet Vivi den Tag. Yeah, wup, wup, wup. Stufe aufgestiegen für Garnett. Supi. Einmal Potion und haufenweise gehen. Supi, 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 supi. Und da geht's auch schon weiter. So. Hm, was ist das nur? Ha? Ja! Boah. Oh, ein Durchgang. Supi gemacht. Lam-di-dam. Bam, bam, bam. Was haben wir da Schönes? Ein Lederarmreif. Oh, ein neuer Armreif. Wen geben wir ihn denn? Anlegen. Schauen wir mal, ob der Zitane damit klarkommt. Ah, Bestientöter. Hat das nicht der Steiner? Warte mal kurz. Anlegen. Steinilein. Kann der das... Ah, warte.
Oh, warte. Achso, der ist bald fertig mit dem Zeug. Nope. Da haben wir jetzt vertan. Wir hatten das. Wurscht, dann kriegst du Zitane. Kriegst deinen besten Töter. Weil wir dich so lieb haben. Perfekt. Können wir da... Warte. Achso, Steiner hatte den ja schon. Stimmt. Muss sein Dings. Passt schon, es ist dieselbe Fähigkeit, aber mit einem anderen Equip bekommen. Hoppla. Entschuldigung. So. Aber Zitane bekommt es jetzt trotzdem angelegt als Ability. Yeah. Wie wir wissen, gibt es jetzt Zusatzschaden auf Bestienviecher. Sehr schön. Fein. Das dürfte jetzt auch schon wieder passen. Level 7 und dreimal Level 6 haben wir schon. Garnett hat ja ganz gut aufgeholt. Fein. Das hat die gute Fein gemacht. So. Ah, schade. Ich dachte, da gibt es einen Kampf. Aber dann sind wir schön ausgewichen. Ist hier jetzt was? Ist hier nichts? Schaut echt verdächtig aus, oder? Und da ist hier nichts. Ich geh trotzdem kämpfen. So wie ihr. Ich hätte schwören können, dass da was ist. Wahrscheinlich mit Absicht. Also, mit Absicht, dass da nichts ist. Weil man es ja gewohnt ist, dass da was sein sollte. Jo. Also gehen wir wieder schnell. Wir gehen heilen, und zwar den guten Steiner. Ja, da greifen wir normal an, unser Bibilein. So, machen wir so. Bam. Ja, der Stein geklaut, super. Beach Tower. Sehr gut, Steiner geht sich gut. Und wir stipizen gleich weiter. Ha, ja! Das war's mit Kampfmodi. Die gute Garnett hat auch keine Magie mehr. Schade, kann sie sich bereits keinen heilen. Da ist Steiner eingeschlafen. Huschen geklaut. Ah, wie will ich jetzt wieder hoffentlich? Ah, ja! Jawohl, fein gemacht. Mein Freund, das hast du super gemacht. Super, super, super gemacht. So, Stein ist wieder wach, das ist sehr gut. Bam. Und Vivilein wird es wieder richten. Na, so nicht. So wird es richten. Perfekt. Ha, ja! Das hast du super gemacht. Fein. Super. Okay, na gut. Die Höhle schaffen wir doch nicht in diesem Part. Aber im nächsten ganz bestimmt. Weit ist es ja nicht mehr, was wir zu hatschen haben. So, richtig. Darüber gehen wir noch nicht. Aber ich glaube, da gibt es eine kleine Info. Na, wir gehen zuerst da lang. Da passiert nämlich was. So. Zuallererst natürlich wieder überprüfen, ob hier nicht wieder irgendwas herumliegt. Nein, aber was haben wir denn da? Huch, ein eingefrorener Mogli. Hä? Was ist das nur? Hä? Ja! Boah. Ich verglühe, Kubo. Hast du etwa nicht mehr alle Bommel auf dem Kopf, oder was? Hotza, jetzt bin ich ja wieder frei. Danke, Chef. Du bist echt schwer in Ordnung. Kubo. Active Time Event. Mockmeier, erleuchte uns. Was schon wieder? Das geht sich heute aber nicht mehr aus. Also jetzt mit dem Part. Zweite Unterrichtsstunde. In Gottes Namen. Na dann. Gehen wir es halt an, ne? Huch, Entschuldigung. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kubo? Na logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute werden wir, nein, heute werde ich dir wieder so einiges an Wissenswertes beibringen. Drei neue Sachen. Aber das machen wir erst im nächsten Part, denn 25 Minuten haben wir jetzt auch wieder. Ich glaube, das passt so. Also gut, ihr Lieben,
Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!